27. Tag im Monat Tammuz. Der Rambam sagt uns in den heutigen Tag, dass Geschäften, Kauf und Verkauf von der Tora passiert, wenn ein Geldwechsel da ist. Ob einer Geld bezahlt, dann ist jetzt der Besitzer, ist jetzt dann auch die Eigentümer. Mit der Rabbana sagt die Gemara beim Messias, ein Mensch soll ein Kinyon machen. Er soll die Sachen in die Hand nehmen und zeigen, dass es jetzt zu ihm gehört. Er soll es mitnehmen. Was ist ein Kinyon? Ein Kinyon ist Meschicha. Kinyon ist etwas tragen, etwas nehmen. Was passiert, was etwas, bei etwas, die nicht tragbar ist, zum Beispiel etwas, die fest an die Erde gebunden ist, ein Grundstück, muss man etwas drauf machen. Man kann zum Beispiel dem Schloss wechseln, man kann drauf laufen, man muss zeigen, es muss ein Tat passieren, das zeigt, dass es jetzt zu ihm gehört. Auch bei einem Star, bei einem Dokument macht man ein Kinyon, symbolisch, man nimmt ein Kleid, ein Stoff, etwas, man hebt es auf, man zeigt dadurch, dass es jetzt zu mir gehört. Dieses Kinyon zeigt, dass die Tat jetzt vollständig ist. Der Rebbe sagt in die heutige Tag, man hat bei die Zemach Zedek einen Zettel gefunden, wo drauf steht, dass er hat entschieden, jede Nacht 6 Stunden zu lernen, ständig, Gemara, und Gott sei Dank, er hat dadurch gelernt, die ganze Schas, Babel, Yerushalmi und die 4 Teile vor dem Shulchan Aruch. Heute ist Erev Rishchodesh, ist genannt Yom Kippur Kotan, ist ein besonderer Tag, ein Tag, was man vorbereitet sich für den neuen Monat.